Diese Sendung wird präsentiert von Stargames. Ihr Spiel, Ihr Moment. Werfen wir einen Ausblick auf das Rennwochenende in Belgien. Zum ersten Mal nicht nach der Sommerpause, sondern vor der Sommerpause. Marc, wenn ich an Spa denke, dann denke ich an 2021, wo wir, naja, alles gesehen haben, nur kein Rennen. Das ist das, was man ja nicht mehr haben möchte. Spa hat ja immer wieder um seine Zukunft zittern müssen, ist jetzt ja für nächstes Jahr bestätigt worden. Auch genauso wie Ungarn, bis 2032 hat man es jetzt verlängert. Was ist das Besondere an dieser Strecke? Worauf dürfen wir uns, im besten Fall, wenn das Wetter hält, am Wochenende freuen? Dass wir ganz sicher ein Rennen haben, weil wir haben nämlich, wir hatten die clevere Idee, da einen Sprint zu machen. Das haben wir entweder am Samstag ein Rennen oder am Sonntag ein Rennen. Und wenn es gut kommt, sogar an beiden Tagen. Also das war eigentlich eine geniale Idee. Da umgehen sie eigentlich das Problem, dass es am Sonntag vielleicht zu stark regnet und man nicht fahren kann, indem sie am Samstag schon ein Rennen machen. Also das finde ich richtig gut. Aber nochmal Scherz beiseite, worauf dürfen wir uns, oder was ist die Strecke, was ist das Besondere an dieser Strecke? Warum ist sie so traditionell und warum will jeder Fahrer da fahren? Zwei Drittel der Strecke geht Vollgas, es sind keine Kurven da. Also Eau Rouge ist keine Kurve mehr, das geht Vollgas. Das heißt, man geht durch die La Source, gibt Vollgas, fährt 22 Sekunden lang Vollgas, gibt es auf keiner anderen Strecke. Und auf dem Weg zurück auch wieder. Der Rückweg zur Box ist praktisch auch nur Vollgas mit der kleinen Schikane noch vor den Boxen. Also es ist eine Strecke, wo es vor allem auf Speed ankommt. Und das Mittelteil ist das Problem. Da gibt es Kurven, da wo es bergunter geht. Und da muss man die Abstimmung finden. Am liebsten würde man fast ohne Flügel fahren für den Rest. Aber für die Bergabstück, den mittleren Teil des Sektors, also der mittlere Sektor, der ist dann für die Rundenzeit eben doch wichtig. Und es ist wahnsinnig schwer, die richtige Abstimmung zu finden, zumal es wohl wieder regnen wird. Und wenn es regnet, dann braucht man viel Flügel. Und dann hast du im Trockenen aber verloren. Wenn du zu viel Flügel fährst, hast du verloren. Also das Abstimmen des Autos ist für mich das ist wirklich wahnsinnig schwierig, vor allem jetzt auch, wenn es dann nur ein freies Training gibt. Also gerade angesprochen, das Stichwort Regen. Es gab ja vor ein paar Wochen leider das tödliche Drama in Spa um Dilano Vanthoff. Frage an dich, Jost, braucht es Veränderungen an dieser Strecke, damit eben sowas, wie wir es vor ein paar Wochen gesehen haben, bei Dilano Vanthoff und auch bei Antoine Hubert, den es ja auch tödlich getroffen hat in Belgien? Ja, das ist von außen schwer zu sagen, oder man muss dann die Daten, man muss genau die Hergehensweise oder die Hergehensweise des Unfalls wissen und man muss da wirklich die Fahrer auch fragen. Ansonsten von außen ist das sehr schwer zu entscheiden. Euer Tipp fürs Wochenende, wer macht's? Marc, fangen wir mal mit dir an. Wer sind deine ersten drei? Oh, die ersten drei. Ja. Jetzt wirst du mal zum Schluss noch gefordert, Marc, hier. Also, okay. Also der erste ist ein Holländer. Lass mich raten, könnte das? Es fährt ja nur noch einer. Ja, eben. Noch einer jetzt. Ja, okay. Und dahinter kommt der McLaren und dann kommt ein Williams. Der Albon wird da schnell sein, da bin ich schon sicher. Das sagst du jetzt aber auch nur, weil Jos dabei ist. Nein. Der hat jetzt nichts mehr damit zu tun. Er hat ihn zwar eingekauft, aber jetzt hat er nichts mehr damit zu tun. Genau. Okay, Jost, wer sind deine ersten drei? Und wir machen es bei dir noch ein bisschen schwerer. Du darfst nicht auf den Williams setzen. Ja, das hätte ich auch nicht. Ich denke, für ein Podium reicht es noch nicht. Ich hoffe bald, aber noch nicht. Ja, schwer. Also mit dem Holländer stimme ich mit dem Marc ganz sicher überein. Dann... Ja, siehst vielleicht du McLaren wieder vorne? McLaren vielleicht wieder? Ich würde sagen, der Holländer, dann Perez und dann Lando Norris. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.